Wie 1125 gab es auch nach dem Tode Lothars des Dritten 1137 keinen designierten Nachfolger. Bei der Wahl standen sich die Welfen mit Herzog Heinrich dem Stolzen von Bayern und Sachsen, Markgraf von Duszien und der Staufer Konrad gegenüber. Letzterer war der jüngere Bruder Herzog Friedrichs von Schwaben und wurde gewählt. Damit ist auch die Führung des staufischen Hauses auf Konrad übergegangen, was immer wieder Anlass für Spekulationen war. Ein Problem für Friedrich könnte der Verlust seines Auges gewesen sein, denn nach den Vorstellungen der Zeit sollte der König unversehrt sein. Die Wahl und Krönung Konrads III. War überaus problematisch, denn es war nur ein geringer Teil potenzieller Wähler anwesend. Dazu noch mit Koblenz an einem unüblichen Ort und unter der Leitung des Erzbischofs von Trier anstatt jenes von Mainz. Allerdings war dieses Erzbistum genauso wie Köln in dieser Zeit vakant. Gerade weil der Kölner Erzbischof zwar gewählt, aber noch nicht geweiht war, wurde auch die Krönung in Aachen zum Problem. So wurde Konrad von einem Kardinal als päpstlichen Abgesandten gekrönt. Allerdings befanden sich die Reichsinsignien im Besitz der Welfen, weshalb eine neue Krone her musste. Der Welfe Heinrich hatte offenbar große Schwierigkeiten, sich in seinem gerade noch von Lothar III. Verliehenen Herzogtum Sachsen durchzusetzen. Konrad hingegen konnte diese Machtausweitung der Welfen nicht ohne weiteres akzeptieren. Da Heinrich der Stolze die Anerkennung Konrads verweigerte, sprach er ihm beide Herzogtümer, Bayern und Sachsen, ab. Es brach ein Krieg aus, bei dem beide Parteien etwa gleich stark waren. Nach dem Tod Heinrichs 1139 konnte ein brüchiger Ausgleich erzielt werden. Sachsen kam an den minderjährigen Sohn Heinrichs des Stolzen, Heinrich den Löwen, und Bayern an die Babenberger. Da Konrad III. Am zweiten Kreuzzug teilnehmen wollte, musste die Nachfolge geregelt werden. Für die Unterstützung forderte Heinrich der Löwe die Rückgabe Bayerns. Trotzdem gelang die Wahl seines Sohnes Heinrich, der allerdings bereits 1150 mit 23 starb. Für die Wahl musste Konrad III. Als Zugeständnis an den sächsischen Adel einen Wendenkreuzzug ins slawische Gebiet an der Ostsee einleiten. Der König und weitere Kreuzfahrer zogen allerdings doch ins Heilige Land. Dieser zweite Kreuzzug war ein totaler Misserfolg und machte weitere Unternehmungen für Jahrzehnte unmöglich. Gerade der erfolglose Kreuzzug schwächte Konrads Position und Image nachhaltig. Sofort nach Konrads Rückkehr flammte der Widerstand wieder auf. Gerade in dieser Situation konnte er die vom Papst vorgeschlagene Kaiserkrönung in Rom nicht wagen. Am 15. Februar 1152 starb König Konrad III. Ohne Kaiserkrönung. Er war der Erste seit 962, dem diese Ehre nicht zuteil wurde.